nicht taufen lassen wollte. Denn Jesus ließ sich nicht taufen um seiner Sünden willen, sondern Jesus hatte eine andere Motivation. Und Jesus ist tatsächlich ganzer Gott und ganzer Mensch, aber er hat seinen Autoschlüssel von seinem göttlichen Rolls-Royce, den hat er bei seinem Vater im Himmel abgelegt und hat gesagt, ich will so eins werden mit diesen Menschen, die dich vergessen haben und die eigentlich nichts von dir wissen wollen. Ich will ihnen so nahe sein, ich gehe zu Fuß. Ne? Ich fahre nicht mit meinem göttlichen Rolls-Royce, ich verzichte auf all meine göttlichen Attribute und ich bin den Menschen eins geworden. Wusstest du, dass Jesus genauso schwach war wie du und ich? Dass er genauso zerbrechlich war wie du und ich? Und du sagst, nein, Jesus ist Gott. Ne? Aber wusstest du, dass Jesus auch Stress hatte? Nein, Jesus ist so ungefähr wie Superman, wie Spider-Man, nicht wahr? Nein, aber Jesus, so heißt es in Hebräer 4, er wurde versucht, wie wir in allen Dingen ohne Sünde. Er hat auch Stress. Es gab sogar mal einen Moment, wo Jesus beinahe gecrasht wäre, wo Jesus beinahe zerbrochen war. Wir brauchen noch ein paar Leute, die hier die das Zelt festhalten, sonst fliegen wir gleich los. Wir sind alles gefasst, nicht wahr? Und das war im Garten Gethsemane. Und er sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Meine Freunde, könnt ihr bitte bei mir bleiben? Könnt ihr mir beistehen? Und Jesus war genauso zerbrechlich wie du und ich. Manchmal lesen wir die Bibel und ich glaube, wir wissen nicht so richtig, wer Jesus wirklich war. Er war genauso schwach wie du und ich. Ja? Und heute wollen wir uns nur ganz kurz darüber nachdenken, warum hat dieser Jesus sich taufen lassen? Ja? Er hatte nämlich eine bestimmte Motivation. Er wollte diese Mission, die er hatte, hatte nämlich eine besondere Mission, eine Mission, die kein Mensch hatte. Er kam nämlich, um ans Kreuz zu gehen für meine und deine Schuld. Wow, was für eine große Berufung. Wer glaubt heute hier in der Rheinaue, dass Gott ihm eine Berufung gegeben hat? Darf ich mal die Hände sehen? Wow, ja, Amen, ihr habt was gelernt. Und wusstest du, dass deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, größer ist als du selbst? Ja. Weißt du, wir alle, wir haben Stress. Also ich habe auch Stress, aber ich liebe Stress. Ich habe nämlich euch Stress, nicht wahr? Aber manchmal gibt es Distress, das ist schlechter Stress. Weißt du, was Distress ist? Stress ist die Last, die wir tragen, wenn die Last unseres Lebens schwerer ist als unsere Kraft. Ich habe mal hier, habe ich euch so einen kleinen Stuhl mitgebracht, ist aber kein Stuhl, ist nämlich so ein Wäschekorb, ja? Und wenn ich dieser Wäschekorb, wenn ich mich jetzt auf diesen Wäschekorb setze, schon mal deine Kamera rausholen, das wird nämlich ganz lustig, ne? Dann werden wir sehen, ob der Wäschekorb die Kraft hat, mein Gewicht auszuhalten, ne? Und das wird nicht so sein, wenn ich mich nämlich hier drauf setze, dann falle ich um, genau, weil nämlich dieser Wäschekorb, so sieht unser Leben aus. Ja? So sieht es aus, wenn wir Stress haben, wenn wir nicht die Kraft haben, die Last zu tragen, die wir in unserem Leben haben. Ja? Und weißt du, Jesus, er sagt, vielleicht erwartest du jetzt die Predigt, wie kann ich jetzt durch Jesus alle meine Probleme loswerden? Die Predigt wird heute nicht kommen. Ne? Weil Jesus hat nämlich gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht. Jesus hat nicht gesagt, er wird die Bedrängnis von uns nehmen. Er hat nur gesagt, fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Amen. Und er sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr so, wie, euer Leben so aussieht wie dieser vermeintliche Stuhl. Ne? Alle dachten, oh, du bist so stark, du kannst so viel tragen. Aber du bist zusammengebrochen unter der Last, die du hast. Und er sagt, kommt her zu mir,
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, nehmt mein Joch von mir, ja, und denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig und ich will euren Seelen Frieden geben. Ja, denn mein Joch ist leicht. Und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und hast du gemerkt, Jesus sagt nicht, kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid, ich nehme euch eure Last weg. Hat er nicht gesagt. Ne? Er hat nicht gesagt, wenn du Probleme in deiner Ehe hast, kein Problem, lass dich scheiden. Ne? So wie die Welt das heute sagt. Ne? Lass dich einfach scheiden. Oder wenn du Probleme in deinem Job hast, dann kündige einfach. Oder wenn du Probleme in Deutschland hast, wandere aus nach Australien. Ne? Hat er nicht gesagt. Ne? Jesus, er nimmt uns nicht unsere Lasten, aber er gibt uns das Rezept, wie wir stärker werden können und wie wir die Belastung unseres Lebens besser tragen können. Denn er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Ne? Die ganzen Digital Nerds, ne, unter uns, ne, die ganzen Computer Freaks und Instagram und ihr wisst ja gar nicht, was ein Joch ist, nicht wahr? Ich erkläre euch, was ein Joch ist. Ein Joch ist eine Stange mit zwei Schlaufen. Und das legt man über zwei Pferde oder zwei Ochsen. Ne, normalerweise trägt ein Ochse einen Pflug, aber zu zweit geht es besser. Und Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Das heißt, verbindet euch mit mir und ihr werdet Stärke empfangen für euren Alltag. Und das ist der Grund, warum Jesus sich hat taufen lassen. Er wollte verbunden werden mit einer größeren Kraft als er selbst. Er wollte verbunden sein mit seinem Vater im Himmel. Und als er sich hat taufen lassen, da wurde er stark gegen die Versuchung des Teufels. Wunder sind geschehen. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du stark werden in deinem Alltag gegen die Versuchung des Teufels? Da möchte ich dich heute einladen. Komm unter das gute Joch deines Gottes. Amen. Und wenn du Wunder, ich möchte mal fragen, wer von euch möchte Wunder erleben in seinem Alltag? Darf ich mal sehen, wer das ist? Amen. Dann mach es so, wie Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. So was dürfen wir lernen? Wir lassen uns taufen, weil wir wollen verbunden werden mit einer größeren Macht, mit der Macht unseres liebenden Vaters. Amen.